Wenn wir von oben nach unten anfangen, wir haben natürlich, um mehr Luft ins Fahrzeug zu bekommen, das ist am wichtigsten für den Zwölfzylinder, mit der Nackerdüse oben angefangen, mit dem Glasdach und die Luftführung dann um den Motor herum. Übrigens eine Reminiszenz an unseren Showcar, den wir 1991 gezeigt haben, den Abus. Der hat eine sehr, sehr ähnliche Lösung gehabt von der Luftführung. Und dann Luft, 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 auch sagen wir mal im vorderen Bereich des Fahrzeugs Luft reinkriegen. Seitlich die Blades sind breiter geworden, auch Luft rein. Und hinten natürlich wieder Luft raus, also eine große, größere Öffnung. Ansonsten Luftleitbleche unten und spezieller Diffusor im Heck. Und natürlich der Spoiler, der sich dann bei hoher Geschwindigkeit auch nochmal ausfährt. Einfach funktionsgetrieben, die Veränderung. Im Innenraum haben wir noch mehr in Richtung Lenkrad gemacht. Man kann die verschiedenen Drive-Modi einstellen und einige Veränderungen im Material. Also das Wichtigste ist natürlich die Lufteinführung im Dach, die dann über diese Carbon-Zuführungen in den Luftfilter hineingeht. Und ja, wenn Sie jetzt schon mit der Kamera draufhalten, man sieht natürlich auch ganz gut die komplette Neuverkleidung des 12-Zylinder-Diesel mit dem Saugrohr in der Mitte in dieser sogenannten Eloxal-Optik, die wir dann nochmal zusätzlich auf den Bremssätteln und in einigen Details im Interieur haben. In der Front die Modifikation hauptsächlich im unteren Bereich, die Luftbleche, die Luftleitbleche und dann natürlich die Lufteinlässe. Wie gesagt, Form follows function an der Stelle, Luft muss ins Fahrzeug rein und die haben wir versucht so stark wie möglich zu öffnen. Ansonsten sind die Karosserieteile eigentlich identisch zum klassischen R8.